Ladies and Gentlemen, heute am 15. April 2019 hat die Bundesregierung, wie wir alle erwartet haben, über den Europäischen Rat der Urheberrechtsreform zugestimmt. Nicht alle Länder haben zugestimmt, einige haben sich enthalten, einige haben sogar dagegen gestimmt, aber Deutschland hat dazu gestimmt. Es hätte noch ein Land gebraucht, das sich enthalten hätte oder die Urheberrechtsreform abgelehnt hätte, aber dieses Land gab es nicht. Deutschland hat zugestimmt. Das ist sehr enttäuschend. Aber das ist passiert. Bei der Zustimmung hat die Bundesrepublik Deutschland noch eine Protokollerklärung zugefügt. Das muss sie eigentlich nicht machen, aber das kann man machen. Und das ist passiert. Der Grund, eine Protokollerklärung hinzuzufügen, kann vielfach sein. Da kann man natürlich nur spekulieren. Ich würde mir vorstellen oder würde mir wünschen, dass es ein wenig am öffentlichen Protest der Wählerinnen und Wähler lag und vielleicht auch an der Tatsache, dass im Koalitionsvertrag stand, dass man gegen Uploadfilter ist und damit gerade einer Reform zugestimmt hat, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für Uploadfilter sorgen wird. Das ist wie gesagt enttäuschend, aber das ist passiert und damit müssen wir jetzt arbeiten. Also, was besagt denn überhaupt so eine Protokollerklärung? Im Endeffekt listet man da nochmal auf, warum man so gestimmt hat, wie man gestimmt hat, oder zumindest ist es jetzt in dem Fall so, und möchte schon mal so ein bisschen erklären, wie man selber den europäischen Text versteht, schon mal in Anbetracht dessen, dass ja andere Länder auch darauf gucken und eine möglichst EU-weite Lösung gesucht wird. Das heißt, wenn Deutschland jetzt zustimmt und direkt eine Erklärung dazu packt, jo, wir stimmen zu, aber, dann soll das bei den Verhandlungen, die europaweit gehen, mit bedacht werden. Die Verhandlungen könnten im Sande verlaufen, trotzdem kann jedes Land theoretisch eine eigene Lösung starten, aber der Wunsch wäre halt, dass es sehr ähnlich ist in allen Ländern oder wenn nicht sogar gleich. Und deswegen hat Deutschland direkt gesagt, jo, hier sind schon mal so ein paar Punkte, die wir bedenken und vielleicht wollt ihr die ja auch bedenken. Deswegen dachte ich, wäre vielleicht mal für uns alle ganz smart, da reinzugucken. Das haben die meisten wahrscheinlich von euch auch schon gemacht. Aber ich wollte es einmal nochmal im Video durchgehen. Punkt 1, ja, in der hier Erklärung der Bundesrepublik Deutschland zur Richtlinie über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt, insbesondere zu Artikel 17 der Richtlinie und damit ehemals Artikel 13, die Richtlinie, die der Plattform Verantwortung für alles gibt, was User hochladen. In Punkt 1 erklärt die deutsche Bundesregierung, warum sie für die Urheberrechtsreform gestimmt hat, nämlich für die ganzen positiven Sachen, nicht jedoch wegen Artikel 17 oder Artikel 13. In Punkt 2 erklärt die Bundesregierung, was sie vielleicht nicht ganz so geil findet, weswegen sie vielleicht auch ein bisschen gegen die Urheberrechtsreform war, aber sie hat ja schon in 1 erklärt, warum sie dann doch dafür war, aber in 2 sagt sie halt, was sie nicht so geil findet. Und dabei geht es insbesondere um die in Artikel 17 der Richtlinie vorgesehene Pflicht, auf Dauer ein Stay-Down geschützter Inhalte zu gewährleisten. Das ist umschrieben in dem Sinne, okay, du hast einen Inhalt und du als Plattform musst dafür sorgen, dass dieser Inhalt nicht auf deine Plattform kommt. Der Inhalt muss downstayen, unten bleiben. Ja? Und deswegen erwartet man gerade dahingehend Uploadfilter, wie hier auch nochmal steht. Und sagt doch mal, ja, die deutsche Öffentlichkeit findet das nicht gut. Ja? Auch die Abstimmung im Europäischen Parlament, ja, hat gezeigt, ganz knappe Nummer, sehr viele unterschiedliche Meinungen. In Punkt 3 sagt man dann nochmal, dass es einem klar darum geht, dass Kreative eine angemessene Vergütung bekommen. Ja, stellt das nochmal ganz klar, es geht hier nicht um Verlage oder sowas. Und in Punkt 4 spielt man dann darauf an, dass die Europäische Kommission dazu verpflichtet ist, einen Dialog mit allen zu führen, um möglichst auch mit allen Mitgliedstaaten, um eine europaweite Umsetzung hinzubekommen. Die deutsche Bundesregierung erklärt in Punkt 4, dass sie den europäischen Text so versteht, dass bei diesem Dialog, der in Zukunft stattfinden muss, von der Kommission, der Europäischen, mit den Mitgliedstaaten und allen Interessensgruppen, ja, dass dieser Dialog, ich zitiere, vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu gewährleisten, Uploadfilter nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen und die Nutzerrechte zu wahren. Das ist ja grundsätzlich wünschenswert. In Punkt 5 erklärt die Bundesregierung dann, dass wenn dann entgegen unserer eigentlichen Hoffnung doch so inhaltserkennende Software zum Einsatz kommt wie Uploadfilter oder generell Software bei der Umsetzung dieser Reform, dann sollte Europa schon dafür sorgen, dass die einzige vernünftige Software, die das kann, nicht unbedingt Google gehört. Ja? Deswegen fordert die deutsche Bundesregierung hier dazu auf, dass die Entwicklung von Open-Source-Technologien mit offenen Schnittstellen, aka APIs, gefördert werden. Das ist durchaus ein sinnvolles Vorhaben.
man sollte nicht Google allein den Markt überlassen bei dieser Upload-Filter-Technologie. Grundsätzlich sollte man auch überhaupt gar keine Upload-Filter haben, aber wenn man sie hat, sollte sie nicht nur Google verkaufen können. Artikel 6 ist ebenso wichtig. Hier stellt die Bundesregierung nämlich klar, dass sie den europäischen Text so versteht, dass sich die Regelung auf die marktmächtigen Plattformen, die große Massen von urheberrechtlich geschützten Uploads zugänglich machen und hierauf ihr kommerzielles Geschäftsmodell gründen, beziehen. Ja? Sie nennen hier sogar ganz klar Dienste wie beispielsweise YouTube und Facebook. Schon mal gut. Ist allerdings kein unbedingtes Ausschlusskriterium. Ja, also was unterscheidet Google von anderen, abgesehen von der Größe? Gut, aber die Größe ist hier nicht klar definiert. Aber es werden Sachen ausgeschlossen. Ja, die deutsche Bundesregierung erklärt, ja, Dienste wie Wikipedia, Hochschulrepositorien, Blogs, Foren, Softwareplattformen wie GitHub, Special Interest Angebote ohne Bezüge zur Kreativwirtschaft, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Verkaufsportale oder Cloud-Dienste nicht zu den Plattformen zählen, die von Artikel 17 betroffen werden, egal ob die älter als drei Jahre sind oder nicht. Diese sollten nicht dazugehören. Ganz interessant. In Punkt 7 hebt die Bundesregierung nochmal einen speziellen Part von Artikel 17 hervor, der ihrer Meinung nach sehr wichtig ist. Ich zitiere: In Artikel 17 Absatz 7 und 8 ist in diesem Zusammenhang bestimmt, dass Schutzmaßnahmen von Upload-Plattformen erlaubte Nutzung geschützter Inhalte nicht behindern dürfen. Upload-Filter dürfen keine Sachen blocken, die eigentlich erlaubt sind. Das ist der Bundesregierung so wichtig, dass sie das zumindest in einem der Punkte unterbringen. Punkt 8 ist einer der wichtigsten meiner Meinung nach. Allein der erste Satz ist halt: Ziel muss es sein, das Instrument Upload-Filter weitgehend unnötig zu machen. Es werden dafür dann unterschiedliche Vorschläge gemacht. Einer ist beispielsweise, dass wenn man auf einer Videoplattform oder einer Upload-Plattform, egal, wenn man auf YouTube beispielsweise was hochlädt und ein Häkchen anklickt, wobei steht, ich versichere, ich habe Rechte daran, diese Sachen zu benutzen oder Erlaubnis oder ich mache das hier in einem erlaubten Rahmen, ja, und dann aber trotzdem ein Filter anspringt, dass dieser Filter das Video nicht automatisch blocken darf, sondern das Video dann von Menschen menschlich geprüft werden muss. Inwiefern das umsetzbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja? Nicht jede Videoplattform kann sich das leisten, so viele Menschen einzustellen für sowas. Weil, keine Ahnung, also hier sind unterschiedliche Sachen, die da vorgeschlagen werden, wo unterschiedlich realistisch ist, dass das möglich ist. Aber immerhin, Ziel muss es sein, das Instrument Upload-Filter weitgehend unnötig zu machen. In Punkt 9 wird nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, ja, dass auch geschützte Inhalte benutzt werden dürfen für sowas wie Kritik und Rezensionen oder Karikaturen oder Parodien oder sowas. Aber vor allen Dingen wird darauf verwiesen, dass die Plattformen angehalten sind, nicht alles zu blocken, sondern Lizenzen zu erwerben. Das ist nochmal ganz witzig, wie hier formuliert ist, denn die Bundesregierung wird prüfen, wie die faire Beteiligung der Kreativen an diesen Lizenzeinnahmen durch Direktvergütungsansprüche gesichert werden kann, und zwar auch dann, wenn die Online-Rechte ausschließlich dem Label, Verlag oder Produzenten zustehen. Das heißt im Endeffekt, die Bundesregierung will prüfen, ob das überhaupt Geld erzeugt, das an die kreativen Urheber kommt, oder ob die Kohle nur an Verwertungsgesellschaften geht. Meiner Meinung nach wurde das alles schon geprüft, europaweit, wo man zu dem Schluss gekommen ist, das geht an Verwertungsgesellschaften. Aber Deutschland sagt, ja, das ist alles interessant, wir sollten das mal prüfen, ob das auch wirklich an die richtigen Leute geht. Und im Falle, wenn es nicht so ist, dann nochmal korrigieren. Außerdem ist zu gewährleisten, dass auch kreative Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer auf Upload-Plattformen neu schaffen, angemessen vergütet werden. Also das ist halt auch mal ein ganz interessanter Punkt, dass die Sachen, die neu geschaffen werden auf YouTube, dass die auch geschützt gehören. Ja? Und wir hier nicht nur von Film-, Funk- und Fernsehinhalten reden, die auf YouTube geschützt werden müssen zum Beispiel. Punkt 10 ist auch interessant. Da wird nochmal auf den europäischen Text verwiesen, wo drin steht, dass die Plattformen, wie es hier heißt, alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die Lizenzen für geschützte Inhalte zu erwerben. Das kann ja alles bedeuten. Und das kritisiert die Bundesregierung an dieser Stelle auch, denn sie sagt, es müssen praktikable Lösungen gefunden werden für die Einholung der Lizenzen. Ja, man darf den Plattformen nichts Unzumutbares zumuten oder nichts Unzumutbares von ihnen verlangen, aber gleichzeitig darf man auch nicht zu wenig von denen verlangen, im Endeffekt.
Das ist so ein bisschen problematisch. Also die großen Probleme dieses Textes scheinen der Bundesregierung schon klar zu sein und sie weist dann nochmal darauf hin. In Punkt 11 gibt die Bundesregierung nochmal so ein paar Ansätze, wie man diese Problematik lösen könnte, dass das auch irgendwie praktikabel machbar ist. Ja, sie verweist einerseits darauf, klar, es gibt diese klassischen Einzellizenzierungen, ja, wo man dann halt als Plattform irgendwo hingeht und für eine Arbeit eine Lizenz erwirbt. Aber schlägt hier auch noch ganz viele andere Sachen vor, unter anderem die sogenannten Schranken, was interessanterweise genau das ist, was der CDU-Vorschlag war. Eine Pauschallizenz, beziehungsweise Schranke. Auch ganz interessant. Und Punkt 12 sagt dann, all die Problematiken, die wir gerade aufgezählt haben, werden wir prüfen. Und sollte sich zeigen, dass die Umsetzung zu einer Beschränkung der Meinungsfreiheit führt oder die zuvor skizzierten Leitlinien auf unionsrechtliche Hindernisse stoßen, wird die Bundesregierung darauf hinwirken, dass die festgestellten Defizite des EU-Urheberrechts korrigiert werden. Das heißt im Endeffekt, wenn das eintritt, wovor wir die ganze Zeit Angst hatten, weswegen wir so dagegen waren, wird unsere Bundesregierung sich dafür einsetzen, dass das EU-Urheberrecht korrigiert wird. Wenn man sich das alles so durchliest, dann könnte man natürlich so Fragen stellen wie, wenn ihr diese ganzen Probleme erkennt, warum habt ihr dann zugestimmt? Hätte man dann nicht vielleicht das nochmal hinkriegen können, Artikel 13 zu streichen oder wie auch immer? Das ist aber passiert. Aber wenn ich mir diesen Text so durchlese mit den unterschiedlichen Punkten und Problematiken, dann ist das in einer perfekten Welt eine gute Sache. Weil das die richtigen Problematiken anspricht. In einer perfekten Welt wird sich die Bundesregierung jetzt ernsthaft daran machen, diese Probleme anzusprechen und auch auf EU-Ebene durch Druck dafür sorgen, dass die angesprochen und gelöst werden. Und Deutschland hat eine Menge Druck auf EU-Ebene. Ist einer der Länder mit dem meisten Druck, könnte man sagen. Die Frage ist aber so ein bisschen, wie sehr wir das glauben, dass sich die Bundesregierung so stark dafür einsetzt, die Punkte hier zu verfolgen. Dazu ist erstmal relevant zu wissen, dass das nicht rechtlich bindend ist. So eine Protokollerklärung ist ungefähr so rechtlich bindend wie ein Koalitionsvertrag, habe ich ja in meinem letzten Video schon gesagt. Deswegen, ne, es gibt ja Erfahrungswerte und deswegen verwundern mich auch nicht viele Aussagen, die ich schon auf Twitter gelesen habe. Sowas wie, das Papier, auf dem dieser Text steht, ist nicht mal als Klopapier zu gebrauchen und so weiter und so fort. Und ich verstehe diesen Zynismus, absolut. Und meine Hoffnung, dass das hier so umgesetzt wird, wie angedacht, ist jetzt auch nicht die größte. Aber meine Herangehensweise ist so ein bisschen, was bringt mir jetzt dieser Zynismus an dieser Stelle? Klar werde ich meinem Frust potenziell bei nächsten Wahlen durchaus Gehör verschaffen, denn Wählerstimmen, die sind wirklich wichtig. Aber man kann ja schon mal zumindest alles versuchen, um dafür zu sorgen, dass das hiermit umgesetzt wird. Ob das jetzt was bringt oder nicht, ob das Zeitverschwendung ist oder nicht. Wenigstens Chancen ergreifen, um jetzt bei der Umsetzung in Deutschland irgendwie daran mitarbeiten zu können. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich werde aber auf jeden Fall jede Anfrage von Menschen aus der Bundesregierung annehmen, die mich fragen, ey, hast du Input dazu? Werde ich auf jeden Fall machen. Und dann werde ich mich mit den Politikern hinsetzen, egal ob die jetzt dafür gestimmt haben oder nicht, in der Hoffnung, irgendwas noch ändern zu können. Irgendwie noch dazu beitragen zu können, dass das in die richtige Richtung geht. Denn da jetzt irgendwie die beleidigte Leberwurst zu spielen, ist meiner Meinung nach, bringt relativ wenig. Man muss es halt dann irgendwie schon selber machen. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, außer den Dialog zu suchen. Und zu wählen. Das ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig. Ich weiß, das geht euch auf den Sack. Aber dass man wählen geht, ist das Allerwichtigste und das Mindeste, was man aus dieser ganzen Debatte mitnehmen sollte. Das ist der aktuelle Stand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist jetzt das abgegebene Papier. Das ist das, was sich die Bundesregierung dabei gedacht hat, offiziell, als sie der Urheberrechtsreform zugestimmt hat. Und das sind die Probleme, die sie sieht. Mal schauen, ob sie diese Probleme angeht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.